habe ja ein Jura E80 Zig, kein Milch mehr. Aber wenn man sich so erstmal anschaut, was die Leute so trinken, hier leben Frosche und Qualkappen drin, guckt ihr das Filter an hier, der Halterung. Und ja. Muss einem klar sein, dass jeder Kaffeevollautomat Pflege braucht. Ansonsten gehen die Dinge kaputt, verstopfen und so weiter, hat man Bauchschmerzen. So, Wassertank füllen, aber natürlich klar braucht man auch noch Wasser. Und das ist gut, dass die Maschine zeigt. Man hat auch bei anderen E-Modellen gesehen, Schalter hier prüfen. Kann ja Wasserverlust sein an einer der Anschlusskammern. Die Schläuche hier auch prüfen. So. Kaffeespülung. Ja. Man hört, dass die Pumpe irgendwie nicht ganz sauber Wasser zieht hier. Aber wenn man sich jetzt die Schläuche hier anschaut und das Flowmeter, die sehen nicht sehr gut aus. So, ein Wasserverlust ist jetzt innen gewesen hier. Trotzdem gut beobachten, dann kennen wir den Anschluss dort oder hier unten. Sieht soweit gut aus. Geräte, die zerlegt sind, einfach nicht einschalten, in Betrieb nehmen und so weiter. Ist nicht gut. So. Kaffee, jetzt Mama, lass mich fertig. Egal, jetzt auch. Da hat man hier ein Quetschventil und die Kaffee kommt jetzt durch diesen Schlauch hier raus. Hier habe ich ein bisschen Wasser mit Kühlmittel. Hat relativ spät gezogen. No. Man muss braucht nicht unbedingt mit zum Testen, das wäre schade, also Wasser mit Spülmittel. Und sieht man jetzt momentan, es funktioniert, aber allerdings fest mitgezogen. Kann möglich sein, dass es von hier aus kalt ist und verstopft ja das Ventil drin. Die Düse hier kann ja verstopft sein am Ausgang. So. Kann ich mal das Teil rausziehen, der Cappuccinatore kann verschmutzt sein. Ja, die Düse hier kann ja verstopft sein. Ich habe eine Schlauchvorrichtung, damit ich sehen kann, wie das Wasserdampf rauskommt. Wenn man so dampfen lässt, dann zieht Wasserdampf in Display und kommt. Das sollte nicht sein. Ansonsten kann man ein kleines Brettchen hier oder Papierklammer gebogen. Eine Papierklammer. Wir schauen, ob hier die Öffnung frei ist. Ja. Wenn er frei und immer wieder verstopft und halbsand sich an der Stelle löst, dann ist klar, dass der Heizung sehr verkalkt ist. Durchlauferhitzer hier. Und das ist klar, dass jetzt die Verstopfung entführt im Bereich der Keramikventil und von dem weißen Schlauch hier, wo der Dampf rausgeht, hier lang oben, dann kommt nicht genügend raus. Ja, okay, dann teste ich das Ganze ein paar Mal und dann schauen wir nach, was passiert. Ja, das ist ja Wasser mit diesem Spülmittel, also nicht trinken. Sieht aus wie Milch, ist klar, ist aber nicht. Aber man macht ja schon eine feine Schaum. Wir machen jetzt einen Cappuccino, um zu sehen, wie sich das System verhält. Ob jetzt sofort. Jetzt hat er sofort gezogen. Okay. Also wenn hin und wieder geht und dann hin und wieder geht nicht, dann kann man nur darauf tippen, dass Verstopfungen im Bereich der Keramikventil vorhanden sind. Und entsprechend kommt ja sowas vor. Genau.
das Ventil hat aber gut geklappt und macht ja auch kein komische Geräusche. Diese komischen Geräusche sind immer als komisch zu bezeichnen, weil technisch ist das keine Aussage, ist klar, komisch, das ist jetzt mal schon komisch. Aber hat man aber öfter die Beschwerde, macht komische Geräusche. Ja, nehmen wir so an, wie es ist. Ja. Okay, also bis jetzt sieht es soweit gut aus. Man kann aber in so ein Bauteil nicht reinschauen. Und bedeutet, wenn man 100% sicher sein möchte, ich kann ja nur vielleicht das Teil erneuern und das Teil erneuern. Und dann sollte er keine Probleme mehr geben. Ah, die kosten aber Geld, deswegen schauen wir uns die Cappuccinatore hier, wenn er ausgeleiert ist, ne, wenn er hier oben die Gummi ausgeleiert ist, dann kann er von hier aus irgendwie Luft ziehen. Oben das Gummiteilchen sollte auch in Ordnung sein, hier soll dicht sein, hier muss dicht sein, ne, darf ja keine Verstopfungen, dürfen keine Ablagerungen sein. Ja, ansonsten das Teil komplett erneuern. Okay, jetzt haben wir ein Cappuccino und ein Latte Macchiato und damit man nicht zu lange hier rumspielt, das Ganze mit Tup hier voll quatscht, mit Dingen, die man nicht unbedingt hat. Und dann schauen wir nach, was der, ob jetzt sofort zieht oder dauert wieder bei Latte Macchiato. Na bitte, wieder sofort gezogen, also geht los hier, Kalksand entfernen, Flohmeter reinigen, Schläuche austauschen, die sind einfach voll verkalkt von ihnen. Ja, das Schlauch kann viele Probleme verursachen, das andere auch. Ja, die Schläuche hier sind am Ende. Kalksand löst sich von hier aus und landet immer wieder da drin und verstopft ja die kleine Bohrungen. Ja, es bleibt, damit keine Vermutung bleibt, müssen die Probleme beseitigt werden. Finito, aus. So, ich habe den Schlauch hier rausgezogen, damit man sehen kann, wie es von innen aussieht, komplett schwarz verkalkt. Bis zu den Anschluss. Ne? Einmal hier sind zusammengesteckt und das Teil zur Pumpe ist einzeln. Und der hier sieht ja genauso schlimm aus. Ne? Und schau mal, was hier rauskommt. Das hier, wenn man in den Schlauch reingeht. Ne? Also ich kratze noch mal ein bisschen hier so. Vielleicht mit einem längeren Werkzeug irgendwas. Damit man sehen kann, wo das Ganze herkommt. Aber wie gesagt, muss nicht sein, wenn aber die Schläuche so aussehen, dann hat man keine Wahl, ja, außer sie zu reinigen. Ja, guckt ihr das an hier. So, vielleicht auch was Weißes. Okay, dann nehmen wir das hier. So, und dann, na, bitteschön. Das alles kommt aus den Schläuchen raus. Da kommst du nicht vorbei hier, um die Schläuche zu tauschen. Na, das gleiche geht hier auch. Ach, das ist doch kein, das ist ja echt. So, wenn man so einen Schlauch reingeht, schauen wir nach, was passiert. Guckt hier, die, wie man schon sagt, die Grütze an hier. Na, bitteschön. Na, ich bin nur einfach reingegangen. Na, und das können wir bis zur Pumpe machen. Aber guckt hier den ganzen Schlamm und Zeug, was hier rauskommt. Na? Und da saugt die Pumpe ständig. Sieht man jetzt gut. Und dann ist klar, dass das verstopft. Die Maschine. Ne? Und wenn man sich genau anschaut, sind da Haufen
Ja, ist Kalksand. Man kann einfach trocken lassen, nachher in der zwischen die Finger nehmen und reiben und weiß mal, was da los ist. Na, wenn das so ist, dann ist das hier nicht besser. Man kann sich die Sachen schön lügen, ah, sieht schon gut aus, was man nicht sieht, macht mich nicht heiß und so weiter. Hat man aber mehrere Schläuche hier, also an die Arbeit. Ja, braucht man klar nicht zusammen, Flometer zerlegen, reinigen, entkalken. Eventuell bei Verdacht ersetzen. So, die Schläuche haben eine bestimmte Stärke, sollte auch so sein, die sind hart und nicht irgendwas anderes. Alles andere bringt nichts. Wie reicht nicht mal so ein Wassertank richtig gute Entkalker? Ein Pinsel rein damit und schön schrubben, schrubben, schrubben. Meine Empfehlung dazu: Hände und Augen gut schützen. Das Zeug ist sehr aggressiv. Hier ist ein roter Entkalker. Na? Kannst du mal nachher mit einem Pinsel alle Ecken und Kanten und ein bisschen Zeit geben, damit das Zeug wirkt. Na? Und nachher richtig, richtig spülen. Der Wassertank wird von innen sowie von außen gereinigt. Hier anhand solcher Schläuche zum Beispiel Experimenten. Man kann sich schrubben von innen, aber es sieht einfach nicht schön aus und Schlauch kann man kaufen. Ja, und man kann sie entkalken, egal was man macht. Die Bakterienkolonien bleiben drin und sie verursachen auch Schlamm und Algen und hast du nicht gesehen. Die Chemikalien ranzugehen aus den Kalken macht man nicht, beziehungsweise ich mache das nicht. Ja, und so sieht das aus. Ne? Hier für die Maschine Schläuche bestellen. Und wie gesagt, alles schön machen. Ich lasse das hier auf dem Tuch, damit man den Mensch zeigen kann. Sowas ist in der Maschine, aber man kann es auch anhand der Videos sehen. Meine Empfehlung ist, hier ist ein Wasserfilter, ist klar mit RFID-Chip für Jura. Aber meine Empfehlung ist, wenn man so ein Wasser hat mit Schlamm, mit viel Kalkmineralien und so weiter, das Wasser davor filtern und dann im Wassertank und trotzdem ein Filter benutzen. Oder so wie wir eine Filtereinlage bauen lassen, vielleicht. Kostet Geld alles, aber. Ja, kommt drauf an, wie man es möchte. Ne? Also, ja, weitermachen, bis alles wie neu glänzt und da braucht man kein neuer Wassertank zu kaufen. Deswegen, ne? Ich habe hier den Halterung eingeklemmt, damit man sehen kann, wie man es machen kann. Aber das Teil kann man auch rausnehmen und einzeln machen. Ist auch überlaufen.